So. Entschuldigen Sie, aber ich dachte, es wäre wichtig. Alles gut, Martha. Was ist denn jetzt genau passiert? Ja, das Finanzamt hat eine Steuerprüfung angekündigt. In der Steuererklärung vom vorletzten Jahr sind Unstimmigkeiten aufgetreten. Was heißt Unstimmigkeiten? Einige Ausgaben sind nicht genug belegt. Ich habe Ihnen die Unterlagen schon rausgesucht. Auf Verdacht bin ich eben auch die Ausgaben vom letzten Jahr durchgegangen. Dort gibt es ähnliche Abbuchungen. Wer ist denn bei Ihnen in der Firma für die Finanzen zuständig? Ferdinand, mein Mann. Das heißt, er hat Zugriff auf alle Firmenkonten? Selbstverständlich. Schließlich ist er Geschäftsführer und mein Mann. Ich meine, wenn Ihr Mann wirklich Firmengelder veruntreut haben soll. Das glaube ich einfach nicht. Sie glauben jetzt wirklich, Ferdinand hat Firmengelder veruntreut? Schauen Sie mal hier. Die ganzen Zahlungen gehen immer wieder aufs selbe Konto. Kennen Sie diese Bankverbindung? Nein. Ich dachte mir es schon. Schauen Sie mal. Das ist dasselbe Konto, auf das auch Petra Groß das Darlehen von 135.000 Euro zurückgezahlt hatte. Dann steckt doch diese Petra mit ihm unter einer Decke. Das glaube ich fast nicht. Ich meine, klar, es könnte sein, aber dann hätte sie mir wohl kaum ihre Unterlagen gezeigt. Das Konto ist auf den Caymans. Oh my God, too many friends, too many people. Stefan Lukas hat das Konto ermittelt, auf das immer wieder Firmengelder seiner Mandantin überwiesen wurden. Es befindet sich im Steuerparadies Cayman Islands. Der Anwalt hat Bettina Heck daraufhin geraten, umgehend die Finanzen ihrer Softwarefirma prüfen zu lassen. Das Ergebnis ist erschreckend. Lukas, guten Morgen. Morgen, Frank. Sieht nicht gut aus. Also wenn es stimmt, was der Wirtschaftsprüfer auf den ersten Blick herausgefunden hat, dann stehen wir kurz vor einer Katastrophe. Ich habe sämtliche Überweisungen auf das Cayman-Konto vom vorletzten Jahr aufgelistet. Gut, ich meine, es waren ja anfangs wirklich verhältnismäßig kleine Überweisungen. Hier 10.000, 10.000, dann mal 30.000. Man kann das Geld auch zurückholen, oh, oder? Das ist unklar. Schauen Sie, das Konto im Ausland und die dazugehörige Briefkastenfirma, beides wurde mittlerweile aufgelöst. Also ich nehme an, dass die Gelder längst auf irgendwelche Offshore-Konten verteilt wurden. Ja, dann droht uns die Insolvenz. Und das, obwohl die Firma so gut läuft. Warum hat Ferdinand das nur getan? Ich verstehe es nicht. Ich kann nur mutmaßen. Also es sieht ja ganz danach aus, als ob er sich ins Ausland absetzen wollte und das 2 Jahre lang systematisch vorbereitet hat. Aber warum lässt er denn seinen Wagen stehen? Und was hat das ganze Blut so bedeutet? Keine Ahnung. Vielleicht hat er Komplizen gehabt, die dann doch nicht teilen wollten. Oder jemand ist dahinter gekommen, was er da so treibt und wollte seine Pläne durchkreuzen. Sowas halt. Was ist mit Ferdinand Heck passiert? Das ist die große Frage. Also klar ist mittlerweile, dass er sich Stück für Stück an den Firmengeldern bereichern wollte. Und irgendjemand hat diese Pläne wohl durchkreuzen wollen. Und möglicherweise musste er das mit dem Leben bezahlen. Die beiden Frauen, die ihm bis zuletzt am nächsten standen, naja, die haben beide ein starkes Motiv. Seine Geliebte, die könnte geplant haben, das ganze Geld für sich zu behalten. Seine Frau, naja, die könnte hinter den doppelten Betrug gekommen sein. Sie könnte herausgefunden haben, dass ihr Mann fremd geht und dass er sie um ihr Geld bringen wollte. Aber andererseits, dass meine Mandantin mich wirklich anlügt, die ganze Zeit überraschend nur spielt, das kann ich mir kaum vorstellen. Also doch Petra Groß, aber auch das wäre wohl zu einfach. Ich habe ein ganz komisches Gefühl, irgendetwas passt hier nämlich nicht. Oder es passt zu gut. Bettina Heck steht plötzlich unter dringendem Tatverdacht, ihren Ehemann getötet zu haben. Anwalt Stefan Lukas eilt zur Hilfe. Nehmen Sie Platz. Danke. Ja, dann können wir anfangen. Frau Heck, Sie haben ausgesagt, dass Sie Ihren Mann zuletzt am Montagmorgen gesehen haben. Ich habe ihn noch zum Auto begleitet, ja. Und wo waren Sie am Abend desselben Tages, so gegen 23 Uhr? Zu Hause, das habe ich doch schon alles gesagt. Allein? Ja. Wie erklären Sie sich dann, dass das letzte Telefonat Ihres Mannes wahrscheinlich in Ihrer Wohnung geführt wurde? Und zwar genau um 22.58 Uhr. Das kann ich nicht erklären. Ferdinand war jedenfalls nicht zu Hause. Das muss meine Mandantin noch nicht erklären. Übrigens, wenn es gefällt mir die Art und Weise, wie Sie meine Mandantin erfällt, überhaupt gar nicht. Ich denke, wir brauchen... Ihre Mandantin steht unter Tatverdacht. Diese Angaben zu dem letzten Telefonat... Sie sagen nur aus, dass das Handy zu dieser Zeit bei einem Funkmast in des Hauses eingeloggt war, aber nicht, dass der Heck auch tatsächlich im Haus war. Wir brauchen nicht mehr hier zu bleiben. Wir gehen. Herr Wenzel? Herr Lukas? Ich habe leider schlechte Nachrichten. Die Blutanalyse hat ergeben, dass das Blut im Wagen tatsächlich von Ihrem Mann stammt. Und zwar in beträchtlicher Menge. Das heißt? Das heißt, dass Ihr Mann diesen Blutverlust vermutlich nicht überlebt haben kann. Ich gehe aufmachen. Meine Herren. Herr Lukas. Guten Abend.
Gehen Sie bitte durch. Sie wissen also Bescheid. Hat man denn mittlerweile eine Leiche gefunden? Nein, aber die Indizien reichen aus. Frau Heck, ich muss Sie bitten, mit auf die Dienststelle zu kommen. Ja, Sie haben ein starkes Motiv und... Moment mal, meine Mandantin ist nicht ernsthaft festgenommen, oder? Es gibt doch nicht mal einen dringenden Tatverdacht. Das hat doch alles gar keinen Sinn. Ja, da steht der Wagen mit den Spuren. Nur die Leiche ist weg. Wer schleppt denn die Leiche weg, lässt den Wagen mit Spuren aber da stehen? Wozu der ganze Aufwand? Das frage ich Sie. Sinn macht doch, dass Herr Heck das Ganze selbst inszeniert hat. Ja, interessante Theorie. Aber der Ermittlungsrichter sieht das leider anders. Deshalb hat er auch einen Haftbefehl erlassen. Nochmal zu meiner Theorie. Dazu passt doch auch, dass Herr Heck die ganzen Firmengelder veruntreut hat. Fragen Sie mal seine Geliebte, die Petra Groß. Ne? Vielleicht hat die ja auch ihre Finger mit im Spiel. Für mich ist die Erklärung völlig plausibel, dass ich die Ehefrau für den doppelten Betrug ihres Mannes rächen wollte. Frau Heck, ich bin mir ganz sicher. Sie haben Ihren Mann umgebracht. Was? Nein. Aber Sie haben keinen Beweis. Ja, aber wir haben genug Indizien. Und wir haben auch einen Zeugen. Sie kennen doch Dr. Tobias Franke? Ja, ein Freund von Ferdinand. Der wohnt nur ein paar Häuser weiter. Wir sind durch die Mails Ihres Mannes auf ihn gestoßen und haben ihn befragt. Er bestätigt, dass Ihre Ehe völlig zerrüttet war. Wie kann Tobias nur so etwas behaupten? Ja, offensichtlich hat sich Ihr Mann bei ihm öfters über Ihre, wie er es nannte, krankhafte Eifersucht beschwert. Vor einigen Wochen haben Sie ihn sogar bei einem Streit tätlich angegriffen, aus völlig nichtigen Gründen. Das stimmt nicht. Sie leugnen also, dass Sie sich mit Ihrem Mann gestritten haben? Nein, ich habe ihn aber nicht angegriffen. Entschuldigen Sie bitte mal, dann fragen Sie doch noch mal andere Zeugen aus dem Umfeld. Da wird es auch welche geben, die bestätigen, dass die Ehe gut lief. Ja, das können Sie alles dem Haftrichter erzählen. Frau Heck, ich muss Sie bitten, mich zu begleiten. Ich würde Sie schnell aufklären, dafür werde ich sorgen. Und zwar sofort. Okay. Danke. Anschelm. Also ich werde gegen Haftbefehl Haftprüfung einlegen. Ich bin überzeugt davon, dass der Haftbefehl aufgehoben werden muss. Denn es kann für das Verschwinden von Herrn Heck nur eine plausible Erklärung geben. Er hat das Ganze selbst inszeniert. Die Frage ist, ob er dabei Helfer hat. Und da werde ich jetzt mal seiner Geliebten auf den Zahn fühlen. Vielleicht kann das meine Mandantin weiter entlassen. Flying high, building up, paralyzed, making sure. Bitte kommen Sie rein. Vielen Dank. Ist er das? Ja, das ist Ferdinand. Zumindest war er das. Frau Groß, Sie haben gemeinsam Sache mit ihm gemacht und das Geld verschwinden lassen. Habe ich recht? Na, hören Sie mal, das ist doch Blödsinn. So ein Unsinn. Da müssen Sie das sagen, weil Bettina Heck Ihre Klientin ist. Nein, aber es drängt sich mir immer mehr der Verdacht auf, dass es so ist. Sie spielen die Unschuldige und in Wahrheit warten Sie darauf, dass Gras über die Sache wächst. Und dann wollen Sie Ihrem Lava ins Ausland folgen. Das Ticket ins Paradies ist wahrscheinlich längst gebucht. Sie denken also, dass Ferdinand noch lebt. Die Vorstellung allein, dass er noch lebt, das wäre so wunderbar. Aber es stimmt nicht. Ich kann es Ihnen auch beweisen. Da bin ich aber gespannt. Moment. Schauen Sie. Alles Liebe zum Geburtstag. Mein Geburtstag, das ist heute. Und das hier kam zusammen mit dem Päckchen. Forever in love, F und P. Ferdinand und Petra. Das hätte er doch niemals getan, wenn er vorgehabt hätte, einfach so unterzutauchen. Ihm muss doch etwas zugestoßen sein. Der Amulett war hier in diesem Päckchen drin? Ja. Ist von einem Juwelier hier ganz in der Nähe. Das weiß ich, weil ich da auch schon mal was gekauft habe. Kann ich das mitnehmen? Natürlich, aber was haben Sie denn vor? Na, ich gehe damit zum Juwelier. Das ist möglicherweise eine neue Spur. Ach, Frau Groß, alles Gute zum Geburtstag. Danke. Also, ich habe mit dem Juwelier gesprochen. Es ist tatsächlich so, dass Herr Heck knapp eineinhalb Wochen vor seinem Verschwinden den Armreif bei ihm gekauft hat und dann nach der Gravur zu einem Freund hat schicken lassen. Wir sprechen da von einem Schulfreund, einem gewissen Dr. Franke. Und der hat sich jetzt bereit erklärt, mit mir zu sprechen. Dr. Franke? Ja? Stefan Lukas. Hallo, setzen Sie sich doch bitte. Danke, sehr nett. Aber wie schon am Telefon gesagt, ich habe wirklich nicht viel Zeit. Die Visite wartet. Ja, ja. Die Arbeit, die Patienten, ich habe da volles Verständnis. Aber es dauert gar nicht lange. Ja, falls Sie mit mir über meine Aussage oder die Ehe der Heck sprechen möchten, ich habe der Polizei bereits alles gesagt. Darum geht's mir gar nicht. Ich habe eine einzige Frage. Ist es richtig, dass Sie Frau Groß einen Armreif geschickt haben? Ja, zu ihrem Geburtstag. Wie kam es dazu? Ich meine, dieser Reif enthält eine sehr persönliche Gravur.
Ja, deswegen konnte Ferdinand ihn ja auch nicht direkt mitnehmen. Er hat dem Juwelier dann meine Adresse gegeben. Ich meine, er konnte sich das Teil ja schlecht nach Hause schicken lassen, ne? So eifersüchtig wie Bettina immer ist. Eifersüchtig nicht ganz ohne Grund, oder? Naja, eigentlich wollte er sich's ja bei mir abholen und es seiner Geliebten persönlich übergeben. Aber dazu ist er leider nicht mehr gekommen. Und dann haben Sie eigenmächtig entschieden, den Ralf abzuschicken? Ja, ich denke, das wäre in Ferdinands Sinn gewesen. Schließlich hat er sie ja geliebt. Danke, das war's. Gerne. Also, frohes Schaffen. Ja. Dieser Armreif und vor allem die darin enthaltene Liebeserklärung, beides spricht eher dagegen, dass er Heck vorhatte, sich aus dem Staub zu machen. Ich meine, wenn er Frau Groß wirklich so sehr liebt, dann nimmt er sie doch mit. Okay, es könnte sein, dass er vorhat, sie nachkommen zu lassen. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass Frau Groß irgendetwas in diese Richtung weiß. Ich werde jetzt meine Mandantin mal fragen, ob ich mich bei ihr zu Hause genauer umschauen kann. Ich meine, manchmal liefern ja so kleine, zunächst scheinbar unauffällige Details den entscheidenden Hinweis für die Lösung eines Falles. Bettina Heck ist damit einverstanden, dass Stefan Lukas sich in ihrem Haus umsieht. Ihre Sekretärin soll dem Anwalt bei der Suche nach hilfreichen Hinweisen unterstützen. Wonach suchen wir eigentlich genau? Das weiß ich erst, wenn ich es gefunden habe. Das ist ja interessant. Hm. Kennen Sie das Bild? Das Bild ist hier aufgenommen worden. Kann noch gar nicht so lange her sein. Nicht so lange her, sagen Sie? Sicher? Ja, Frau Heck hat ihm das Hemd erst geschenkt. Ich weiß es, ich habe es selbst besorgt. Aber der Laptop hier, der ist doch uralt. Kennen Sie das Gerät? Ja, das hatte der Chef, also Heck, zwei-, dreimal mit in der Firma und jedes Mal behandelt wie ein Baby. Ja gut, aber hier in der Wohnung ist das Baby wohl nicht. Vielleicht im Schlafzimmer? Ja. Könnte das alte Ding denn wichtig sein? Naja, also Herrn Heck ist es jedenfalls wichtig, sonst wird er wohl kaum noch damit arbeiten. Vielleicht sind die Informationen drauf, die wichtig sind. Informationen, nach denen ich suche. Stefan Lukas lässt die Idee nicht los, dass Ferdinand Heck wichtige Daten auf dem alten Laptop gespeichert haben könnte. Er hofft, dass seine Mandantin ihm entscheidende Hinweise dazu geben kann. Lukas hat Kommissar Trenz dazu gebeten, weil er hofft, dass das Gespräch seine Mandantin entlastet. Hier, gucken Sie mal. Ja, das ist Ferdinands erster Laptop. Auf dem hat er vor Ewigkeiten sein erstes Programm geschrieben. Sagen Sie, und der geht noch, ja? Ja, tadellos. Ferdinand hat viel Geld reingesteckt, immer wieder reparieren lassen. Dafür hätte er 10, 20 neue Laptops kaufen können, die besser laufen. Er hängt halt an dem alten Teil. Können Sie mir mal sagen, was das werden soll? Ein Computerkurs oder was? Ich glaube nicht, dass Sie mir vorzuschreiben haben, was ich mit meiner Mandantin bespreche, oder? Ich dachte nur, dass Sie vielleicht den Verdacht gegen Ihre Mandantin widerlegen wollen. Wo ist der Laptop jetzt? Im Schreibtisch, linkes Fach. Ist er nicht? Das verstehe ich nicht. Ich habe geschaut. Nicht mein Ladekabel. Der Laptop ist wie ein Talisman für Ferdinand. Alle wichtigen Daten hat er auch darauf gespeichert. Haben Sie denn nichts im Haus gefunden? Wenn Sie mir erlauben, dann gucke ich wirklich überall. Machen Sie doch, was Sie wollen. Dieser Laptop spielt doch überhaupt keine Rolle. Selbstverständlich können Sie, Herr Lukas. Ich habe mich gerade nur noch erinnert, Ferdinand hatte den Laptop immer wieder im Urlaub dabei. Und dafür hat er extra eine Tasche fertigen lassen. Im Auto. Haben Sie da mal geschaut? War da vielleicht dieser Laptop? Ja, seine Reisetasche, ein modernes Gerät, aber... Dieser moderne Laptop, wurde der ausgewertet? Wir konnten nichts Auffälliges finden. Kein Hinweis auf eine zweite Firma von Herrn Heck? Auch kein Hinweis auf dieses ominöse Konto von den Caymans. Das wäre uns zu einfach gewesen. Sie müssen leider hierbleiben. Es läuft alles richtig, machen Sie sich keine Sorgen. Ich hole Sie hier raus. Danke. Tja, nichts. Und im Büro hatten Sie auch nichts gefunden. Nein, so viele Möglichkeiten gibt es da auch nicht. Ach ja. Ich gehe schon. Danke. So, grüß Gott, Frau Groß. Kommen Sie rein. Frau Groß, schön, dass Sie gleich kommen konnten. Warten Sie mal. Danke. Nehmen Sie gerne Platz. Ich habe es zu Hause kaum ausgehalten. Gibt es denn schon was Neues? Ja, nicht direkt. Ich habe gehört, man hat sein Auto gefunden. Mit sehr viel Blut. Ja, zumindest so viel Blut, dass ein Ableben wahrscheinlich ist. Frau Groß, kennen Sie diesen Laptop? Nein, Ferdinand hatte zwar ab und zu einen Laptop dabei,
aber immer das neueste Modell. Der hier auf keinen Fall. Ja, das ist ein uralt Ding, aber es muss eine Art Talisman für ihn gewesen sein und der ist ebenfalls verschwunden. Vielleicht ist er ja im Auto. Nein, da waren zwar einige persönliche Sachen, auch ein neuer Laptop, aber ein alter Laptop, sprich dieser Laptop, der war nicht dabei. Dann hat ihn der Mörder also mitgenommen? Unwahrscheinlich, ne? Da hätte der Mörder die Leiche mitgenommen und dieses alte Gerät. Und das Gepäck und das neue Gerät hätte er dagelassen. Und das Handy? Ja, das Handy lässt er auch zurück, damit man auch ja das Auto finden kann. Was wollen Sie denn damit sagen? Dass ich mir sicher bin, dass Ferdinand Heck am Leben ist. Nein. Ja, er hat seine persönlichen Sachen dagelassen, ne, um die Spur nicht auf sich zu lenken. Aber auf diesen Talisman, auf den wollte er nicht verzichten. Den hat er mitgenommen. Das hätte mir Ferdinand niemals angetan. Mich einfach so zurückzulassen, ohne ein Zeichen, ohne eine Nachricht. Niemals. Frau Groß, ich will Sie nicht enttäuschen, aber ich denke nicht, dass Herr Heck Sie in seine Gedanken einbezogen hat. Und was ist mit dem Auto? Sie haben doch gesagt, da war sehr viel Blut, dass das niemals ein Mensch überlebt hätte. Normalerweise nicht. Es sei denn, kennen Sie Dr. Tobias Franke? Nein, wer ist das? Ein Internist bei den städtischen Kliniken, ein guter Freund von Ferdinand Heck. Herr Wenzel, schön, dass ich Sie treffe. Bei Ihnen war die ganze Zeit besetzt. Ja, das alles ist so wichtig, dass es keine Minute warten kann. Ich habe schon Feierabend. Tun Sie mir einen Gefallen. Sie müssen die Blutspuren im Wagen von einem Hack auf ungewöhnliche Stoffe wie Citrat untersuchen lassen. Weil? Weil Citrat ein Stabilisator ist, der Blutkonserven für Wochen oder Monate haltbar machen kann. Sie denken immer noch, dass diese Sache mit Herrn Hack inszeniert ist. Ich bin überzeugt davon. Also bitte geben Sie mir sofort Bescheid, wenn Sie ein Ergebnis haben. Sobald ich etwas weiß, wissen Sie es auch. Hören Sie, ich bin sicher, wenn das Ergebnis vorliegt, wird meine Mandantin sofort entlassen. Also bitte, legen Sie sofort los. Ja, ich fürchte, da müssen wir noch bis morgen früh warten. Stefan Lukas hat die Laborergebnisse bekommen, die eindeutig Konservierungsstoffe im Blut von Ferdinand Heck nachweisen. Als erstes hat der Anwalt dafür gesorgt, dass Bettina Heck wieder auf freien Fuß kommt. Jetzt will er Dr. Tobias Franke mit dem Ergebnis konfrontieren. Herr Dr. Franke, grüße Sie. Gehen Sie doch bitte durch. Bitte nehmen Sie Platz da. Vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben. Wir haben immerhin Sonntag. Wenn ich helfen kann. Herr Dr. Franke, Sie sind doch Arzt in einem städtischen Klinikum. Ja, aber falls Sie sich irgendwelche Auskünfte über den Gesundheitszustand von Ferdinand erwünschen, muss ich Sie leider enttäuschen. Auch ich unterlege der ärztlichen Schweigepflicht. Schon klar, darum geht's mir auch gar nicht. Ich habe eine einzige Frage. Ich möchte nur wissen, wie oft Sie Ihrem Freund Blut abgezapft haben. Wie bitte? Sie haben mich schon richtig verstanden. Ich wiederhole die Frage aber gerne nochmal. Ich möchte wissen, wie oft Sie Ihrem Freund, Herrn Heck, Blut abgenommen haben. Sagen wir mal in den letzten 3 Monaten. Also ich weiß nicht, was diese Frage soll. Dann erkläre ich es Ihnen gerne. Sie haben Ihrem Freund regelmäßig Blut abgenommen und das Blut für ihn gesammelt. Was erzählen Sie da für Mist? In dem Wagen, ne? In seinem Wagen, da wurden Blutspuren gefunden. Die wurden dann ebenfalls untersucht, da wurde eine Substanz gefunden, die Blut haltbar macht. Also das muss ich mir echt nicht anhören. Sie haben doch alles dafür getan, dass Ihr Freund verschwinden kann, dass alles so aussehen sollte, als ob er Opfer eines Verbrechens geworden wäre. Also ich komme hier fast um vor Sorge um meinen Freund Ferdinand und Sie unterstellen mir, also das ist echt das Allerletzte. Echt, also... Scheiße, Mann, ich bin's. Ja, ich weiß, aber es ist ein totaler Notfall. Pass auf, dieser Anwalt, der hat gerade wieder mit mir gesprochen und der wollte wissen, wie viel Blut ich dir in der letzten Zeit abgezapft habe. Herr Wenzel, Lukas, Dr. Franke telefoniert vor dem Haus der Hex. Ja, ich bin mir sicher, er telefoniert mit dem Vermissten. Wenn Sie nur mal rückverfolgen, dann haben Sie seine Telefonnummer, seine aktuelle. Ja, da bin ich mir ganz sicher. Ich sage Ihnen etwas Glück und mit Handyortung, da haben Sie auch gleich das Versteck von Herrn Heck. Prima, Wenzel, Dankeschön. Tschüss. Es sieht auf jeden Fall ganz so aus, als wenn das ganze Thema noch aufliegen könnte. Ich muss jetzt aber auch Schluss machen. Ciao. Wie kommst du eigentlich dazu, solche Lügen über mich und Ferdinand zu verbreiten? Wegen dir saß ich in Huhhaft. Das sind überhaupt keine Lügen. Ferdinand hat mich die ganze Zeit noch mit dir genervt und mir erzählt, wie eifersüchtig du immer bist. Aber das stimmt doch gar nicht. Es ist aber so, ob du es wahrhaben willst oder nicht. Weißt du was, geh mir aus den Augen. Und? Nichts, ha? Wir waren zu spät. Das heißt? Wir haben das Handy geortet auf einem Gehöft ungefähr 40 Kilometer südlich. Und? Offensichtlich hat sich dort jemand versteckt gehalten.
Aber ob es sich dabei um Ferdinand Heck handelt, das konnten wir nicht feststellen. Warum nicht? Das Gebäude wurde kurz bevor wir eingetroffen sind in Brand gesteckt. Das heißt, alle verwertbaren Spuren weg. Ja. Ja, vielleicht finden wir auf dem Gelände noch etwas, aber ja, selbst wenn, das dauert. Wir können es nicht aufgeben. Wir sind so nah am Ziel. Ich frage mich, was würde ich wohl an seiner Stelle machen? Was für einen Grund könnte ich haben, nicht schon längst über alle Berge zu sein? Irgendetwas muss ihn in der Stadt halten. Ja, irgendetwas. Oder irgendwer. Mäuschen, ich liebe dich doch. Hast meinen Armband nicht erhalten? Doch, aber warum hast du dich denn nicht einmal bei mir gemeldet oder ein Zeichen gegeben, dass du noch lebst? Das wollte ich doch. Nachdem sich die Wogen geglättet hätten, hätte ich dich nachgeholt. Warum hast du dich denn nicht einfach scheiden lassen, stattdessen hier so ein Theater zu veranstalten? Hätte ich das getan, hätte ich alles verloren. Und deswegen hast du deinen Tod vorgetäuscht? Ja, es war die einfachste Art und Weise. Irgendwann hätte man es sowieso rausbekommen, dass ich Firmengelder abgezweigt habe. Und da ich jetzt tot bin, wird sich die Sache im Sande verlaufen. Und das Auto, das ganze Blut, das war dein Freund? Ja, Tobias. Er ist Arzt und er hat sich diesen Freundschaftsdienst teuer bezahlen lassen. Es tut mir leid. Glaub's mir nicht, ne? Ich wollte dich da nicht mit einweihen. Aber warum denn nicht? Ich wollte nicht, dass du lügst. Für mich lügst. Bald fängt ein neues Leben für uns an. Was schleppst du eigentlich die ganze Zeit da mit dir herum? Meine Altersvorsorge. Unsere Altersvorsorge. Hat sich Ferdinand Heck bei Ihnen gemeldet? Nein, wie kommen Sie denn darauf? Es ist, wie ich Sie gesagt habe. Er hat alles nur inszeniert. Frau Groß, Sie wollen sein Leben nicht. Immer auf der Flucht. Immer an der Seite eines Kriminellen, der alle hintergeht. Mich nicht, er liebt mich. Er liebt Sie nicht. Ein Mann wie Ferdinand Heck liebt nur einen. Er liebt nur sich selbst, das verspreche ich Ihnen. Was ist denn los? Frau Groß? Seien Sie ehrlich zu sich selbst und handeln Sie bitte danach. Bitte. Mit wem telefonierst du denn da? Frau Groß! Was? Süße! Festnehmen. Das tust du mir an! Mann, nein! Bettina Heck, eine trauernde Witwe, um ihr Geld gebracht, im Gefängnis wegen Mordverdachts. Ein Horrorszenario, das so glücklich eingetreten ist. In Wahrheit hat mittlerweile Bettina Heck die Scheidung eingereicht, konnte einen Großteil ihres Geldes zurückholen, die Firma floriert und sie ist auf freiem Fuß, frei von jeglichen Strafvorwürfen. Und auch Petra Groß, die ist jetzt nicht etwa auf Flucht als ewig gejagt in den Fängen eines Großkriminellen. Nein, sie ist abgehauen, aber ganz bewusst in ein Dorf, um dort ihre eigene Steuerkanzlei zu gründen. Und Ferdinand Heck selbst, ja, der sitzt jetzt in Haft. Der wartet auf seinen Prozess, unter anderem wegen Untreue und wegen Vortäuschung seiner Straftat. Den beiden Frauen geht's gut. Und dann geht's auch mir gut.